Guten Morgen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zum Dark Emergency 6 Vlog. Was wir auf der Dark Emergency erlebt haben, das seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Also, ich habe gerade eben schon ein Unboxing gehabt. So, wir sind jetzt gerade hier bereit zur Abfahrt. Wir fahren, wie gesagt, mit 3 Autos, wie ihr sehen könnt. Wir fahren ungefähr so um die 3 Stunden ab, und zu werden wir noch ein paar Pausen einlegen, also werden wir euch auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Und ich würde mal sagen, jetzt geht's los, wir sehen uns im Auto. So, liebe Freunde, wir sind angekommen bei Hagebaumarkt, Mann. Was ist los? Ja, warum sind wir beim Hagebaumarkt? Ja, wir sind alle zu blöd, Campingstühle zu besitzen. Wir sind alle zu blöd, Campingstühle zu kaufen. Deswegen müssen wir jetzt hier noch Campingstühle kaufen. Und dann geht's aber auch hoffentlich schnell weiter. Ich war da oben gewesen. Willst du dir was sagen? Mir geht der Kackstift, Mann! So ein scheiß Autofahrer! Ja, wir haben gerade fast einen Unfall gebaut. Erzähl mal. Was? Die haben sich berührt, was? Junge! Die haben sich berührt! Und ihr fährt einfach so weiter. Was stimmt denn nicht mit dem? Wir können das mal eben zeigen. Ja! Also, das ist nur ein bisschen verdellt. Ich kann doch Arsch gehauen, Alter. Was stimmt denn nicht mit dir? Das habe ich alles auf Video. Das ja, ja. Ja. Willst du noch irgendwas sagen? Nee, ich habe keinen Kommentar. Der Blinklicht, Alter. Ich, nee, ich wollte eigentlich meine rote Tasche nehmen. Würde ich mal sagen, fahren wir jetzt auch mal weiter. Echt? Ich brauche auch Alarm. Das ist rot-blau. So, ihr habt eins vorne, nehmen wir das gleich. Nee, ich hab keins. Ja, du kriegst auch keins. Schaut euch mal dieses geile Wetter draußen an. Ich kann es nicht oft genug sagen, das ist so ein geiles Wetter draußen. Also der Erste auf Gott ist erstmal mit uns. Wir haben jetzt noch um die 200 Kilometer vor uns. Ja, so 2 Stunden Fahrt in etwa. Und ja, wir werden gleich nochmal Rast machen, aber ich kann es nicht oft genug sagen, schaut euch das geile Wetter an. Das ist doch eine Dille, guckt ihr das an. Ist doch eh verkauft. Egal. Ist doch eh verkauft. Direkt an der Säule, direkt an der Säule. Hier. Nein. Genau hier. Hier. Hast du Sorgen auf da? Wir machen jetzt gerade hier einen kleinen Zwischenstopp. Wir haben noch um die 70 Kilometer vor uns. Und denke mal, wir werden auch rechtzeitig da sein. Hochprofessionelle Arbeit hier. Ja. Man sieht immer noch den Schaden. Das war schon eine echte Scheiße. Nicht ausbeulen, die Beule da oben ziehen, ne? Professionelle Arbeit hier. Ja, scheiß auf die Beule, wenn es warm wird, dann dehnt sich das wieder aus. Was wieder raus, die Beule? Also wenn ihr an dieser Bahnschranke steht und warten müsst, dann habt ihr alles richtig gemacht, dann seid ihr richtig gefahren. Ey Jan, wink mal, hup mal, sonst was. Also wenn ihr an dieser Bahnschranke steht, habt ihr alles richtig gemacht. Wir haben jetzt noch 5 Kilometer vor uns und dann sind wir endlich da. So, scheint es, als ob wir hier endlich richtig angekommen sind. Wir sind angekommen nach wie viel Stunden Fahrt? Etwas über 4 Stunden. Etwas über die 4 Stunden. Jetzt müssen wir noch 2 Stunden bis zum Einlass warten. Wir haben jetzt aktuell 13.24 Uhr. Also aktuell auf den Einlass und dann können wir auch endlich reingehen. Ist da recht dran, viel da drin ist? Da fehlt ein L. So.
Da vorne bleibt alles, wie es ist. Ich bitte die hier hin. Weil da hinten kommt zum Beispiel schon die erste auf den. Hallo. Hey, bist du bei? Alles klar. Moin. Verzichtserklärung? Ja, prima. Karte? Ja. Und Early Access. Ja, Personalausweis, habt ihr griffbereit? Ja, haben wir hier im Portemonnaie. Prima, dann halte bitte 5 Euro griffbereit für den Müllsack. Ja. Das kriegt er dann wieder voll, ne? Machen wir. Mal grüß dich. Jo. Mark! Split noch 2! Steady, ne? So, meine Freunde, wir sind endlich angekommen auf der Dark Emergency auf dem Zeltplatz. Das ist komplett unser Areal. Also wir sind diesmal auf, oder was heißt diesmal, wir sind zum ersten Mal auf B6 und B7. Richtig geil, wir haben dort direkt einen Chronostand, wir haben Strom und wir haben es noch nicht mal weit zu den Marktplätzen. Also wir brauchen noch nicht mal, wenn wir schissen müssen, zu irgendwelchen Toiletten dahin hingehen. Richtig, richtig geil. Und ich würde mal sagen, wir bauen jetzt auf, wir zeigen euch das in Zeitraffer. Und ja, los geht's. So, liebe Freunde, wir sind endlich angekommen auf dem Zeltplatz. Wir haben schon fleißig aufgebaut. Das habt ihr sowieso schon in der Zeitraffer gesehen. Aber hier seht ihr es jetzt nochmal endgültig. Also es herrscht noch totales Chaos. Ich kann mal eben nach oben gehen, dann seht ihr unseren kompletten... Also wir haben komplett 2 Parzellen. Hier ist das Team KGG... Ich weiß es nicht mehr, ist auch egal. Das ist unser Bereich. Das ist das Team vom, das Zelt vom NRW Nazgul, also vom Tim und vom Bauli. Hier vorne seht ihr das Zelt von mir und dem Hause, der da vorne jetzt gerade kniet. Der Jan, der hat das kleine Zelt da vorne. Ja, Kochstation haben wir natürlich auch schön eingerichtet. Jan an Tim. Auf jeden Fall, ja, wir waren schon einkaufen, wir waren auch schon auf dem Marktplatz. Da seht ihr jetzt gleich noch ein Video im Anschluss. Und wir waren schon auf der Shooting Range, also wir haben heute schon einiges erlebt. Wir sind völlig platt, also wir grillen jetzt gleich noch. Das Aggregat läuft Gott sei Dank jetzt auch endlich. Wir haben 3 Stunden versucht, das Aggregat zum Laufen zu bringen. Aber es läuft endlich. Ja, und ich würde mal sagen, das war's vom heutigen Tag von meiner Seite aus. Ihr bekommt jetzt gleich noch ein Video zu sehen vom Marktplatz. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.